Hallo, in diesem Video stelle ich euch die wohl zwei besten Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer vor, die derzeit für bezahlbares Geld auf dem Markt zu bekommen sind. Wir haben auf der linken Seite den Bose QC35 Kopfhörer und auf der rechten Seite den Sony MDR 1000X. Beide Kopfhörer haben Vor- und Nachteile. Ich habe mich jetzt letztendlich für einen von den beiden entschieden. Mehr dazu später. Kommen wir mal zu den Kopfhörern an sich. Der Bose Kopfhörer hat eine sehr gute Haptik. Alles fühlt sich gut an, obwohl er komplett aus Kunststoff ist. Wir haben sehr weiche Ohrpolster und wir haben hier oben so eine so ein Alcantara-Polster, das so ein bisschen hilft, dass der Kopfhörer nicht so leicht vom Kopf rutscht, wenn man so sich bückt, um Schuhe zuzubinden oder wenn man sich zum Beispiel hinlegt. Hingegen ist es hier bei dem Sony ein bisschen anders. Wir haben auch wieder Ohrpolster, die sind allerdings nicht ganz so soft, wobei das wirklich nur Nuancen sind. Und hier oben haben wir auch ein Kunstlederpolster. Was heißt auch, auf der anderen Seite ist ja Alcantara und wir haben hier Kunstleder und hier Kunstleder. Was sich allerdings sehr gut anfühlt. Auf der Außenseite, das finde ich sehr positiv beim Sony, haben wir hier links eine lederbezogene Ohrmuschel. Das hat den Vorteil, dass wenn man mit irgendwas dagegen kommt, mit dem Schal, mit der Kapuze von der Jacke oder sonst was, dass man keine so lauten Raschelgeräusche auf der Ohrmuschel hat wie beim Bose-Kopfhörer. Beide Kopfhörer lassen sich klein zusammenfalten und haben ein Case dabei, wo man sie hineinpacken kann. Beim Bose sieht das Case so aus, auch mit dem umlaufenden Reißverschluss. Und hier ist nochmal, wenn man viel im Flugzeug unterwegs ist, ein Flugzeugreisestecker dabei. Den müsste man sich bei dem Sony noch dazu kaufen, wenn es notwendig wäre. Bei dem Sony sieht das Case so aus. Hier hat man noch eine Anleitung, wie er reingehört. Die kann man rausmachen. Das ist so ein Karton, der da einfach drin liegt. Wenn man also den Kopfhörer schon ein paar Mal rein und rausgenommen hat und weiß, wie er funktioniert, weil hier haben auch noch so eine kurze Information, wie die Bedienung funktioniert, dann kann man sich das auch entfernen, das Case. Wenn man die zwei Cases vergleicht, ist das vom Bose ein bisschen rechteckiger. Und das vom Sony ein bisschen runter, aber von der Größe schenkt es sich hier jetzt nicht viel. Von der Dicke ist es so, dass es vom Sony ein klein wenig, naja, vielleicht 5 mm bis 1 cm dicker ist, ganz grob. Kommen wir zur Bedienung. Der Sony-Kopfhörer hat bei der Bedienung nur drei Knöpfe. Die haben eine Doppelfunktion. Mit den Knöpfen kann ich lauter leiser machen. Ich kann vor- und zurückspulen oder zum nächsten Titel springen. Und ich kann aus- und anschalten, sagte ich schon. Und die Musik stoppen und starten. Es geht alles über diese drei Knöpfe. Bei dem Sony hingegen hat man hier drei Knöpfe zum Ein Ausschalten für das Noise Cancelling. Also kannst du nämlich bei dem Sony auch an- und abschalten, das Noise Cancelling. Und Ambiente Sound, das ist noch eine sehr schöne Sache. Hier kann man nämlich, wenn man zum Beispiel irgendwo ist, wo man noch was mitbekommen möchte, als Beispiel am Bahnhof eine Ansage nicht verpassen möchte, dann kann man den Ambiente Sound einschalten und bekommt zum Beispiel nur Gespräche mit. Oder man kann es auch so einstellen, dass man alles mitbekommt. Das heißt, dass der Kopfhörer, die Mikrofone, alles, was man draußen an Tönen hört, nach innen geleitet werden. Entweder nur Gespräche oder eben alles. Man kann aber auch das Noise Cancelling einfach ausschalten. Und was auch noch eine sehr gute Sache ist, wenn man jetzt zum Beispiel im Flugzeug sitzt, hat man ja einen anderen Außenlärm, wie wenn man irgendwo im Café sitzt und da eine Baustelle ist. Man kann das Noise Cancelling anpassen und zwar drückt und hält man diesen Button und dann, ich kann das auch mal kurz demonstrieren, ich glaube, man könnte es vielleicht sogar hören mit der Kamera.
Jetzt sagt er Power on. Jetzt drücke ich und halte ich mal die Taste. Jetzt wird das Noise Cancelling optimiert auf den aktuellen Lärm, der draußen zu hören ist. Und das merkt man deutlich. Also es ist ein Unterschied, ob ich in der Straßenbahn sitze oder zu Hause im Staubsauger arbeite. Und man hört also tatsächlich, dass sich das Noise Cancelling nochmal deutlich verbessert im Vergleich zu, wenn man es einfach in der Originaleinstellung lässt. Das ist also ein großer Vorteil im Vergleich zum Bose, dass ich einmal das Noise Cancelling ausschalten kann. Ich kann es anpassen auf den Lärm und ich habe dieses ambiente Sound mit den zwei Einstellungen. Ich leite alles von drinnen nach draußen oder eben nur die Stimmen. Hier beim Bose, der arbeitet immer mit Noise Cancelling und man kann es eben nicht abschalten. Das ist der größte Vorteil in meinen Augen von dem Sony. Und das Noise Cancelling ist beim Sony, durch das, dass man es anpassen kann, eine kleine Nuance besser als beim Bose. Allerdings ist es wirklich nur, es sind wirklich nur Nuancen. Man muss auch wissen, dass der Bose Kopfhörer rund 60 Euro günstiger ist im Moment wie der Sony Kopfhörer. Das ist ganz nebenbei auch noch eine Sache, die vielleicht nicht ganz unwichtig ist. Von der Bedienung ist es so, dass ich hier ein Touchpad habe, das man in Kreuzbewegung bewegen kann. Also ich habe hier die Möglichkeit, mit der Streichbewegung nach vorne einen Titel nach vorne zu springen, mit der Streichbewegung nach hinten einen Titel nach hinten zu springen. Nach oben wird es lauter, nach unten wird es leiser. Und wenn ich drauf tippe, kann ich pausieren und wieder starten oder auch einen Anruf entgegennehmen. Telefonieren kann man übrigens mit beiden Kopfhörern, wobei man selbst das Gegenüber sehr gut hört. Aber auf der anderen Seite hört sich es eben nicht so gut an, weil die Mikrofone halt hier oben verbaut sind und kein Arm nach vorne zum Mund geht. Das ist bei beiden eigentlich das Gleiche. Wir haben hier Mikrofone verbaut und da schenken die sich eigentlich nicht viel. Ja, im Grunde genommen finde ich, es sind beide sehr gute Kopfhörer. Sie haben beide die gleiche Akkulaufzeit von, ich glaube, es waren 12 Stunden, wenn ich mich nicht täusche. Und beim Sony wird es wohl noch ein bisschen mehr, wenn man ohne Noise Cancelling arbeitet und das ambiente Sound auslässt. Man kann beide Kopfhörer auch mit dem Kabel betreiben, wenn man das möchte, ist auch kein Problem. Ja, die Akkus sind bei beiden nicht austauschbar. Man kann sie das nicht einfach herausnehmen und wechseln, wenn man das möchte. Das finde ich sehr schade. Und sie haben beide so ein Licht, ich denke, man sieht es jetzt gerade, ein grünes Licht, das ich etwas als störend empfinde, wenn man zum Beispiel irgendwo im Dunkeln liegt. Dann hat man halt immer dieses Leuchten. Es ist nicht stark, aber wenn man es abschalten könnte, fände ich es nicht schlecht. Bei dem Bose Kopfhörer ist noch eine App dabei, bei der man die Sprache der Stimme, die hier mit einem redet, wenn man ihn einschaltet und so weiter, dem sagt, wie viel Prozent der Akku hat etc. Die kann man auf Deutsch stellen oder auf Englisch oder auf diverse andere Sprachen. Bei dem Sony ist es immer Englisch, da muss man sich damit anfreunden. Das muss man aber wissen, es ist vielleicht für den einen oder anderen, der mit Englisch nicht so viel am Hut hat, auch ein Entscheidungskriterium. Vom Sound her ist es so, dass man, wenn das Noise Cancelling aktiv ist, bei beiden ein, würde ich mal sagen, gleich gut oder schlecht wahrzunehmendes Grundrauschen hat. Es ist ein sehr leises Rauschen. Es ist also nicht, dass es störend ist, großartig, aber in leisen Musikpassagen, gerade wenn man klassische Musik hört, ist es so, oder wenn man Hörbücher hört, hört man dieses Rauschen eben etwas. Wenn ich jetzt zu Hause auf der Couch sitze und es leise ist, wenn ich alleine bin, dann kann ich eben hier das Noise Cancelling ausschalten und habe kein Rauschen mehr und die Akkulaufzeit verlängert sich. Das gefällt mir sehr gut bei dem Sony-Kopfhörer. Vom Tragekomfort, wie sagte ich, glaube ich, zu Beginn schon, ist der Bose-Kopfhörer einen kleinen Ticken bequemer. Also man hat einen Hauch von nichts auf dem Kopf. Er ist auch ein paar Gramm leichter als der Sony, wobei es nicht viel ist.
Das ist vermutlich auch diesem Metallbügel geschuldet und der Lederpolsterung, die auch nochmal obendrauf kommt und ein bisschen mehr Technik, weil man einen ausschalten kann, verschiedene Sachen. Ja, letztendlich, ihr habt es wahrscheinlich schon so ein bisschen rausgehört, habe ich mich für den Sony entschieden und den Bose werde ich jetzt wieder ordentlich mit dem Mikrofasertuch abreiben, dass keine Fingerabdrücke drauf sind und werde ihn wieder perfekt in die Originalverpackung zurückbringen und zurückschicken. Es ist keine leichte Entscheidung gewesen, weil es sind wirklich beides hervorragende Kopfhörer. Ich möchte nicht sagen, dass der Bose schlecht ist, aber der Sony ist für meinen Geschmack eben nochmal einen kleinen Ticken besser. Die 60 € mehr sind für mich gut investiertes Geld. Okay, ich hoffe, das Video war für euch interessant und konnte euch bei eurer Kaufentscheidung ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde versuchen, das möglichst zeitnah zu beantworten. Das war es auch schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.